So, nach ein paar Out-of-Order-Tätigkeiten geht es schon weiter. Ich habe jetzt bei meinem Mind-Clone-Server und bei meinem Mind-Clone-Setup fürs Let's Play eine Einstellung geändert, dass Tiere nicht mehr so heftig spawnen. Da habe ich jetzt dank Wusi jetzt erfahren, wie das geht, was ich sehr nett fand. Nichtsdestotrotz machen wir hier natürlich jetzt weiter mit dem Let's Play von Mind Test. Und wir haben auch einen Mitspieler. Das ist nice, das gefällt mir. So. Gut. Wir sind immer noch dabei, das Bett zu machen. Es ist, aha, ja, es ist gewachsen. Da seht ihr dieses weiße Zeug hier oben drauf. Genau das meine ich. Ah, eins ist noch nicht ganz reif. Na gut. Aber ich glaube mal, damit wir wirklich Wolle erzeugen können, brauchen wir noch ein bisschen. Wir brauchen mal 4 Stück hiervon, um gerade mal eine einzige Wolle herzustellen. Und davon brauchen wir 3 Stück. Wir müssen also noch eine ganze Menge sammeln, also noch 7 Stück. Das braucht noch ein bisschen. Aber ich glaube mal einmal abfahren. Wenn wir da Glück haben, dann könnten wir damit schon 7 Stück bekommen. Vielleicht sogar mehr, auch wenn wir mehr gar nicht brauchen würden. Werden wir sehen. So. Wir gehen erstmal wieder in die Höhle. Beziehungsweise, nee, da waren wir letztes Jahr erstmal lange genug drin. Ja. Die Frage ist nur, wenn wir jetzt nicht in die Höhle gehen, was machen wir denn dann? Oh, wir gehen in eine Höhle. Sorry, aber die guckt mich jetzt hier gerade so wer an. Die will quasi erkundet werden. Oha. Geht aber gleich schon runter. So, zuallererst. Wow. Fuck. Muss aufpassen, dass ich nicht ersticke. Oh, tue ich schon. Aber ah, doch klar. Oh mein Gott, jetzt haben wir eiskalt einen Schaden bekommen. Das gibt's doch gar nicht. Funktioniert ja meine Sprint-Taste? Tasten ändern. Lauter Flug. Schnellmodus. Schnell. Achso, ja, oh, ist er zum Umschalten. Ich meinte eher das schnell laufen. Das gibt's ja gar nicht mehr. Benutzen. Springen. Enter. Lauter Leiter, Schritt, lokaler, was soll das? Bla. So. Hier gar nicht mehr. Aber es gibt jetzt eine Menü-Taste. Lol. Gefällt mir. Ja gut. Die eine Fackel haben wir jetzt hier, haben wir jetzt natürlich verloren. So. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Oh. Hier geht's ja gleich rum. Gut, hier ist erstmal Eisen. Der nette Herr ist auf dem Weg zu uns. Er ist quasi genau über uns. Nice, interessant.
So, hier oben ist noch Eisen. Oh! Oh mein Gott, wo denn? Ach, da! Dass die immer nicht spawnen, ja? Da fühlen die einen schon Schaden zu und da hat man nicht mal was davon. Oh! Oh! Bitte. Nein, was mach ich denn da? Wow. Erstmal ein paar Apfelpflanzen in der Höhle. Da wachsen sie bestimmt gut. So, abseits von der Sonne. Das ganze ungesunde Vitamin D ist sowieso nicht gut für Äpfel. Oh, da ist er ja. Ich glaube, der ist gerade abgestürzt, kann das sein? Das sieht so aus. Machen wir hier mal ein bisschen so. So. Da ist Schotter. Okay, ist solide. Es schaut zumindest solide aus. Okay, hier muss doch schon wieder Sackgasse. Schade eigentlich. Na gut, dann können wir auch mal die ganze Kacke wieder abbauen hier oben, die ganzen Fackeln. Alter. Ist ja hier echt eine kurze für sich. Dankeschön. 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 Mit Gärtchen muss man sparsam sein. Nein. So, aber das ist gerade nicht gemeint. Hä? Achso, hier ist Sand. Ha! Lol. Bitch, please. Ja, hier ist Lehm. Das könnte uns auch noch interessanterweise werden. Also. Interessant für uns werden. Eisen. Nein! Petri gefällt! Ey! Nicht hier rumhauen! Sonst schlage ich zurück! So, mal gucken hier. Da geht's. Könnte jetzt noch weiter runter. Das Schöne ist, weil hier Wasser ist, kommt man hier auch relativ sicher wieder raus. Außer irgendein Vollhorn kommt auf die Idee, hier Wasser abzugraben. Das wäre dumm. Junge, ich hau dich gleich. Also. Weiter? Oh! Das, meine Lieben, ist Zinn. Und mit Zinn und mit Kupfer Kupfer ist ja das Material, was hier so gelblich aussieht. Ich hau dich gleich mal. Kupfer ist das Material, was hier so gelblich aussieht, also das hier. Und mit den Beinen kann man halt diese Bronzelegierung machen. Was halt, wie gesagt, für Waffen zum Beispiel genutzt werden kann, soweit ich weiß.
Warum ist nicht hier? Alter, wie verwickelt ist denn die Kacke hier? Oh, geht's wieder hoch. Ah, geht jetzt einmal rundherum. Digga, wir haben nur noch 13 Fackeln. Das geht ja mal gar nicht hier. Das gibt's doch gar nicht. So, mal gucken, wie weit ist unser Feld gewachsen ist. Geh mal hier rauf, ey. Ist ja. Boah, Alter. Brauchst du Bergsteigerausrüstung hier, oder was? Ist ja schlimm, ist das ja. So, mal gucken, was wir noch so alles hier trashmäßig gesammelt haben. Gar nichts. Okay, doch was. Wir haben ein bisschen Kupfer gemacht. Kupfer doch schon. Hier Eisen. Können wir mal in die Röhre fahren? Wir brauchen echt Wolle. Ich will endlich mal mein Bett machen. Das geht ja so nicht. Na gut. Nichtsdestotrotz, wir haben ein bisschen Kupfer und wir haben. Ich packe die ganzen Scheiß erstmal hier rein. Aber 14 mal Kupfer und nur einmal Zinn. Wir brauchen pro 2 Kupfer brauchen wir einen Zinn, soweit ich weiß. Wir brauchen also noch, damit wir das Kupfer sinnvoll verwerten können, noch 6 mal Zinn. Naja. Eigentlich wollten wir doch gar keine Höhlentour machen. Jetzt machen wir halt, haben wir wieder eine Höhlentour gemacht. Ist das behindert? Gut, wir können auch Brot backen. Oh, reicht gerade mal für 13 Stück. Okay. Das ist interessant. Hä, haben wir keine Kohle? Haben wir auch Kohle eingesammelt? Was ist denn hier? Wir haben gerade mal zweimal Kohle abgebaut. Das ist ja jetzt schon ein bisschen traurig. Ja, machen wir mal so, genau. Jetzt haben wir da. Keine Ahnung, für wie viele das reicht. Achso, geht gar nicht. Ach ja, ha! Stimmt, hier ist es ein bisschen sinnvoller als bei Minecraft. Hier muss man das erstmal nehmen und sich daraus Mehl machen. War natürlich jetzt gerade schon blöd. So, zweimal Mehl und daraus können wir jetzt 2 Brote backen. Was natürlich überhaupt nichts bringt. Okay, lass ich erstmal. So, wie sieht es hier aus? Hier sieht es gut aus. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. So, haben wir. Das kommt nach da, dann nehmen wir 10 mal mit. Das reicht als Notreserve aus, um sie zum Beispiel Fackeln zu basteln. Mehr brauchen wir dann nicht. Das kommt da rein. Ansonsten, ja, hol ich das erstmal. Der nette Herr lungert noch unten rum. Okay. Verstehe ich. So, der nette Herr Ori ist wieder bei, ist immer noch wieder bei meinem Minecraft-Server. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Aber nicht jetzt. Wie gesagt, das mache ich, wenn überhaupt, dann mal in einem extra Let's Play. Wenn wir uns dazu entscheiden, der frisst schon wieder alles weg. Wenn wir uns dazu entscheiden, wirklich das Let's Play von Minecraft nochmal neu anzufangen. Lolohem. Was für ein Name. Ja. Tja. Gut, ich würde mal sagen, dann lassen wir das erstmal und schon habe ich meine Meinung geändert, wo die entscheidend ist. Dankeschön. Gut, jetzt lassen wir es erstmal und ja, ich mache mal kurz auf, noch ein Päuschen.
Und dann gucken wir mal weiter, was wir in der nächsten Aufnahme machen. Schau mit V.